So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Ja, ihr wisst, ich präsentiere nicht immer nur Filme und so weiter, sondern auch gelegentlich mal ein paar andere Sachen aus dem Bereich des Horror, Fantasy, Science Fiction und Action Films. Und nun ist mir doch wirklich tatsächlich was bei Amazon entgegengesprungen förmlich. Die haben ja so eine ganz tolle KI, so eine künstliche Intelligenz. Und wenn man irgendwas kauft, dann machen die einem ja 15.000 Vorschläge, was ja so ähnlich sein könnte. Und da hatte ich doch tatsächlich die Tage den Vorschlag bekommen, nach diesem wunderbaren Buch, also ich weiß noch nicht, ob es wunderbar ist, aber es sieht zumindest optisch schon mal schön aus, Horrorgami, 20 gruselige Szenen zum Schneiden und Falten. Ja, und ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach einer Freizeitbeschäftigung, irgendwas Neues mal ausprobieren, mal ein bisschen austesten, ob einem das liegt. Und da habe ich mir gedacht, komm, war auch nicht so teuer, hat 10 Euro oder so gekostet. Und da habe ich mir gedacht, komm, das ist doch was für dich. Und kaufst es dir einfach mal, ja. Und so habe ich mir das Ding gekauft. Horrorgami, 20 gruselige Szenen zum Schneiden und Falten von Mark Hagan Girai, würde ich mal sagen, heißt der gute Mann, aus dem Hauptverlag. Und Cover ist auch ganz interessant, weil der Mond, der leuchtet im Dunkeln. Ich glaube, hier Horrorgami leuchtet auch. Also man muss halt nur ein bisschen genug Licht erstmal drauf knallen und dann hat man hier auch so einen schönen leuchtenden Mond. Ich mache dann noch ein Foto und das stelle ich dann so beim Abspann dann mit rein. Gucken wir uns das ganze Ding mal an. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich werde mir vornehmen, dann auch das eine oder andere Horrorgami hier bei Bloody Unboxing zu präsentieren. Ne? Mal gucken, ob ich das hinkriege mit meinen zwei linken Händen. So, jetzt packen wir das erstmal hier aus. Ja, man fühlt das auch, dass das also hier leuchtet. Das ist so ein bisschen, es hat hier so eine spezielle, auch hier das Horrorgami hat so eine bestimmte spezielle Beschichtung. Und ist ziemlich dick, ihr seht das. Der Vorteil ist, es ist nicht nur mit einer Anleitung, sondern es ist auch wirklich mit so Schnittvorlagen. Also man kann direkt loslegen. Eigentlich so ein paar Sachen braucht man wohl, das steht auf der Rückseite. Gucken wir uns mal den Buchrücken an. Also da seht ihr auch, es ist schon ein bisschen dick. Und sieht ganz nett aus. Horrorgami enthält Vorlage und Anleitung für 20 Kirigami-Modelle von Szenen aus berühmten Horrorfilmen. Ja, schneiden und falten Sie selbst Pop-Ups von Dr. Frankensteins Labor, dem Rocky-Horror-Schloss oder der Totenkopfinsel und lassen Sie sich von den entstandenen Bildwelten faszinieren. Ja, man braucht also hier nur noch lediglich ein Lineal, einen Bastelcutter und eine Schneidematte. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wir gucken uns mal an, wie das aussieht. Also jedenfalls, ich finde es schon faszinierend. Ich mag diese Sachen. Stehe ich sehr, sehr drauf, muss ich sagen. Finde ich immer faszinierend. Das kann man auch wunderbar in so einem Rahmen, in so einem Schweberahmen, so einem tiefen Rahmen, kann man das auch wunderbar präsentieren. Dann auch vielleicht ein bisschen mit Licht anstrahlen. Mal gucken, vielleicht wird das hier noch so ein kleiner Bastel-Channel hier. Ja? Mal schauen. Gucken wir jetzt einfach mal in das Buch rein. Das ist natürlich sehr spannend ein bisschen. Das sind auch sehr dicke Blätter, muss ich sagen. Horrorgami. So, das Ganze, ja, ganz wichtig hier heutzutage. Ja? Swiss Climate, CO2-neutraler Transport. Ja, gut. So verwenden Sie dieses Buch. Hier haben wir den Inhalt. Was haben wir denn so überhaupt alles für Horrorgami-Motive? Das Ding unter der Treppe, eine Gruft zum Gruseln, Blutbad im Kinderzimmer, der Untergang des Hauses Asche, was haben wir denn hier sonst noch so? Der Werwolf von Außerirdischen entführt, Graf Dragulas Schloss, die Geisterbahn, also ich bin sehr, sehr gespannt. So, hier haben wir eine schöne Einleitung, vielleicht auch da ein bisschen was beschrieben, wie das Ganze verwendet wird. Hier auch so verwenden Sie dieses Buch. So, hier sind also auch nochmal so ein paar wichtige Dinge, die man doch vorher beachten sollte, dass man auch das richtige Werkzeug hat. Ein Falzbein, ein Cuttermesser mit Klingen, Metalllineal, Papier, selbst heilende Schneidematte, Stäbchen, Zahnstocher. Also da gibt es schon jede Menge Zeugs. So, dann schauen wir uns doch einfach mal hier das an.
Ja, sonst sieht sowas halt dann eben so aus. Ja, das Ding unter der Treppe, hier wird es also dann gefaltet. Das sieht echt interessant aus. Das ist das, was ich meine. Hier hat man einen schönen farbigen Hintergrund, um da ein schönes farbiges Bild einfach gesamt zu bekommen. Hier auch mit Pink, das natürlich, also das sieht man schon, dass hier auch Farbe, Licht im Einsatz ist, das hier angestrahlt wurde. Hier wahrscheinlich doch auch irgendwie so eine spiegelnde Fläche. Ja, und hier sind diese Vorlagen dazu. Also da wird genau gesagt, genau beschrieben, wo man was zu falten hat, wo man eben was mit dem Cuttermesser schneiden muss und so weiter und so fort. Das finde ich echt eine interessante Nummer. Und ja, mal gucken. Also es ist einfach nur so ein Trainingsbuch auch, um so die ersten Erfolge damit zu feiern und dann vielleicht so seine eigene Kreativität mal walten zu lassen, mal so die eigenen Horrorwelten in Form von diesen Horrorgami-Geschichten dann zu realisieren. Eine Gruft zum Gruseln ist dann hier die 2. Schaut es euch an. Ja, ist nicht so sehr aufwendig. Es ist halt, wie gesagt, einfach mal, um was zu machen. Das sieht hier wesentlich, wie soll ich sagen, wesentlich dramatischer aus, weil natürlich auch hier die farbigen Hintergründe und dieses Licht und so mit zum Einsatz kommen. Ansonsten wäre das natürlich hier alles nur so schwarz-weiß. Ne? Aber ja, es ist hier Blutbad im Kinderzimmer. Das sieht doch schon ein bisschen schwieriger aus. Ne? Das ist ja schon auf so ein paar Ebenen und so weiter. Die Falltechnik macht es dann auch möglich. Und Freddy lässt grüßen. Ja? Ganz eindeutig. Hier haben wir die Szene. Freddy Krueger ist in der Haus. Blutbad im Kinderzimmer. Ja, ist doch cool, oder? So, was haben wir denn sonst noch? Der Untergang des Hauses Usher. Ja, also mir gefällt das Buch jetzt schon sehr, sehr gut. Ich finde auch hier die Beschreibung, ich gehe mal hier ein bisschen rüber, ja, dass man wirklich sieht, wie so diese Faltanleitung wieder was gefaltet wird. Klebstoff braucht man scheinbar gar nicht. Und ja, also ich werde das Thema angehen. Ich muss ehrlich sagen, ich werde das Thema angehen, auch wenn man natürlich das Buch dann auseinanderreißt, ja, aber. Oder man ja, mal gucken, ob man das so abpausen kann und dann einfach auf eine andere Pappe überträgt, dass das Buch vielleicht dann doch ganz bleibt. Das wäre auch so eine Alternative. Dann muss man hier ja wirklich nicht da die Seiten rausreißen. Der Galgenberg. Guck doch mal hier. Cool. Finde ich sehr cool. Werwolf ist hier dabei. Gucken wir uns noch den Werwolf an. Ich will jetzt nicht jede einzelne Seite zeigen. So, das sieht auch super aus. Ja, also wer vielleicht schon seit langer Zeit überlegt, ach, ich könnte mal wieder was neues Hobby gebrauchen und was könnte ich denn nur machen und bla bla bla. Ja, vielleicht ist das was für euch. Ne? Muss ich hier mal irgendwie. Wo ist denn jetzt hier das Foto zu dem Dr. Frankensteins Labor? Das sieht doch auch gut aus. Na, man muss sich ja ein bisschen hier mal inspirieren lassen von irgendwelchen Dingen. Guck doch mal hier, die Totenkopfinsel. Das finde ich ja geil. Also das finde ich richtig geil, muss ich sagen. Das sieht richtig cool aus. Die Totenkopfinsel. Das Rocky Horror Schloss. Graf Draculas Schloss. Sensationell, oder? Guckt euch das doch mal an. Ja, das sieht wirklich geil aus. Das sieht richtig geil aus mit dem Mond da hinten dran. Der Lichteinsatz hier sieht auch echt nice aus. Das gefällt mir. Die Geisterbahn. Gucken wir auch noch schnell. Ja, die Geisterbahn. Auch nicht schlecht. Wobei, ja doch, hier sind die Wagen hier, die Geisterbahnwagen. Ja, also, wie viele Seiten haben wir hier insgesamt? 126, 128, 130 Seiten. Ja. Ich wollte es euch mal präsentieren. Vielleicht ist es was für den einen oder anderen von euch. Und ja, macht euch mal darauf gefasst, dass demnächst hier Bastelstunde ist bei Bloody Unboxing. Ja? Okay, danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe. Tschüss, macht's gut.